Hey Leute, willkommen zu einem neuen Call of Duty Ghosts Video. Heute geht's mal wieder so ein bisschen um das nächste Call of Duty und wie es aussieht, ist es so, dass die Informationen von gestern nicht so hundertprozentig stimmen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass Treyarch im Moment an einem zweiten Weltkriegsshooter arbeitet, allerdings wird er nicht 2014 rauskommen. Sledgehammer Games hat jetzt bekannt gegeben, dass sie selbst eben für 2014 ein Call of Duty entwickeln. Und ja, Sledgehammer Games ist jetzt eben der dritte Entwickler im Bunde. Das heißt, es wird jetzt abgewechselt zwischen drei Entwicklern. 2014 jetzt Sledgehammer Games, 2015 dann Treyarch und 2016 Infinity Ward und dann halt wieder von vorne. Ich denke, das hat auf jeden Fall zwei Vorteile. Zum einen ist es so, dass jeder Entwickler jetzt 3 Jahre Entwicklungszeit hat für ein Call of Duty, was auf jeden Fall nicht verkehrt ist und wahrscheinlich dafür sorgt, dass die Call of Duty-Teile besser werden. Gleichzeitig ist es so, dass ein komplett neuer Entwickler einem eigenen Call of Duty ohne irgendwie ein altes Entwicklerstudio, das so ein bisschen reinredet, auf jeden Fall frischen Wind reinbringen kann. Das heißt, Sledgehammer Games geht jetzt wahrscheinlich noch sehr, sehr unbefangen an die ganze Sache ran und vielleicht bekommen wir dieses Jahr wirklich ein richtig geiles Call of Duty mit geilen Erneuerungen und irgendwie ein Call of Duty, das auf jeden Fall in die richtige Richtung geht. Das heißt, die ganze Sache ist eigentlich gut. Es ist natürlich ein bisschen schade für Treyarch-Fans. Wir müssen jetzt noch ein bisschen warten. Allerdings bedeutet es natürlich auch, dass Treyarch 3 Jahre bekommt und vielleicht wird Call of Duty eben im nächsten Jahr dann auch nochmal extrem gut. Ich habe es so ein bisschen gelästert über Sledgehammer Games im vorletzten Video zu diesem ganzen Call of Duty Thema und ich habe eben gemeint, dass mir der Multiplayer von MW3 nicht so gut gefällt und ich deswegen eigentlich nichts von Sledgehammer Games sehen will. Da habe ich mich so ein bisschen getäuscht, denn Sledgehammer Games hat mit Infinity Ward den Singleplayer von MW3 entwickelt und der Multiplayer ist eben von Ravensoft. Das heißt, wir haben von Sledgehammer Games in Richtung Call of Duty Multiplayer noch gar nichts gesehen und von daher müssen wir uns wirklich überraschen lassen, was die da alles einbauen. Das heißt, der Multiplayer von MW3 ist eben nicht von Sledgehammer Games. Die große Frage ist jetzt natürlich auch, kommt MW4 oder kommt ein eigener Titel? MW4 steht so ein bisschen im Raum, weil einer der Mitarbeiter von Sledgehammer Games eben auf LinkedIn gepostet hat, dass er im Moment bei Sledgehammer Games am nächsten MW-Teil arbeitet. Das war am 7. Juli 2013. Die Idee ist nicht verkehrt, denn das könnte so ein Gedanke von Activision eben sein, dass sie eben sagen, gut, wir bringen jetzt ein komplett neues Entwicklerstudio mit in dieses Franchise, was machen wir, damit die Leute eben dieses Spiel kaufen? Und da ist es natürlich eine gute Entscheidung, oder wäre es eine marketingtechnisch gute Entscheidung, wenn man eben sagt, gut, die setzen eine sehr beliebte Serie fort und von daher kaufen die Leute dieses Spiel auch, wenn eben ein anderer Entwickler hinter der ganzen Sache steht. Ich persönlich hoffe trotzdem, dass eben kein MW4 rauskommt. Ich hoffe, dass Sledgehammer Games an einem komplett neuen Call of Duty arbeitet, ohne dass sie irgendwie gezwungen sind, auch nur ein kleines Element aus einem anderen Call of Duty mit zu übernehmen. Ich denke, das wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Das heißt, komplett neues Setting, komplett neuer Entwickler, ohne dass sie irgendwas übernehmen müssen. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht für Call of Duty. Ich denke auch, dass die ganze Sache zeitlich noch möglich ist, das heißt, falls es wirklich so ist, dass am 7. Juli 2013 noch feststand, dass eben MW4 kommt und die ganze Sache zum Beispiel im August noch umgeworfen wird, dann glaube ich, ist noch genug Entwicklungszeit, um eben komplett wegzugehen von MW4. Das heißt, für die Story und so und für die Kampagne und so wird wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit benötigt. Ich glaube, die meiste Zeit verschlingt so eine Entwicklung im Grundstock, das heißt bei der Engine, bei der Spielmechanik und so weiter und die Spielmechanik kann ja beibehalten werden, selbst wenn die Story nochmal umgeworfen wird. Ja, das waren jetzt alle Informationen. Wie gesagt, ich finde gut, dass es jetzt 3 Jahre Entwicklungszeit gibt. Ich finde gut, dass es 3 verschiedene Entwickler gibt und ich bin sehr gespannt, wie Sledgehammer Games Call of Duty gestalten wird. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von der ganzen Sache haltet. Ich bin so ein kleines bisschen enttäuscht. Ich hätte mich eigentlich auf Black Ops 3 gefreut. Allerdings heißt es, wie gesagt, dass Treyarch jetzt auch 3 Jahre bekommt und von daher wird vielleicht Black Ops 3 oder World at War 2 auch extrem gut und wir können uns auch darauf freuen. Schreibt eure Gedanken dazu mal in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren. Das ist ja doch immer so ein bisschen ein heikles Thema, denn die Geschmäcker gehen ja bei den Call of Duty-Teilen doch immer sehr stark auseinander. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich außerdem natürlich über eine Bewertung freuen. Und falls ihr weiterhin Call of Duty Ghost News, Tipps, Tricks und Guides sehen wollt, dann lasst auch noch ein Abo da. Das war's von mir, macht's gut, bis zum nächsten Mal.